freiwilligen Äußerungen, Meldungen von offensichtlich Schäden oder was man herausfindet, wenn man mit den Leuten tatsächlich spricht? Det är klart att det inte är roligt att tala om att man har förlorat mycket bilar. Ja, es ist ja klar, dass es nicht schön ist und man ist nicht stolz drauf, wenn man erzählen muss, wie viele Bienen man verloren hat. So många gör inte det. So viele geben also nicht preis, wie hoch die Verluste sind. Det förstår man när man ser det här. Das versteht man, wenn man dieses Schema sieht. Von den frivilliga rapporteringen så ser man att då hade det varit 18-19% som inte förlust. Die freiwillig geäußerten Winterverluste lagen bei 19%. Aber die Hälfte hat dann nur bekannt gegeben, was ihre Verlustzahlen waren. Dann machte man ein spezielles Projekt in diesem Gebiet. Wenn man engagieren würde, alle vereinsorganisierten Imker und würde sie alle anrufen, da antworteten plötzlich 80% auf diese Fragen. Und da kam man auf ganz andere Zahlen, nämlich 37% Winterverluste als Durchschnitt. Ja, das bedeutet, dass also in den Umrunden in diesen Gebieten normal 5 bis 10%. Bei anderen Bereichen waren es 90%. Es gibt mehrere Imker. Und drei, wo ich es genau weiß, som aldrig har haft högre vinterförluster än de brukar ha, kanske någon procent. Die nicht mehr Winterverluste hatten, wie sie üblicherweise haben. Mindre än 10%. Weniger als 10%. Det som kännetecknar dem, det som är gemensamt. Das kennzeichnet sie. Är att de använder olika bekämpningsmedel. Dass sie unterschiedliche Bekämpfungskonzepte anwenden. Sie variieren die ganze Zeit. Immer auf andere Art und Weise. Sie setzen also unterschiedliche Mittel ein. Anders Berg hat italienische Bienen. Ein Imker Anders Berg, der hat italienische Bienen. Er variiert zwischen Apistan. Er hat variiert oder behandelt mit Apistan, Oxalsäure und Ableger zu bilden und Drohnen ausschneiden auf unterschiedliche Art und Weise. Der andere hat anwendet in början, der ist ein verdetter Ordförande in Sveriges Biorecensionsbörd, Lennart Nilsson. Der ist der momentane Vorsitzende für den schwedischen Imkerbund. Er wendet Apistan jedes Jahr an, seit dem Beginn. So merkte er nach einer Zeit, dass es weniger mild war. So dachte er, er brauchte nicht jedes Jahr anzuwenden, weil die Milben weniger wurden. Dann hat er jedes zweite Jahr nur noch Apistan angewendet. Und jedes zweite Jahr dazwischen dann Drohnen ausschneiden. Nur in den letzten Jahren setzt er gar kein Apistan mehr ein. Und geht nur noch über das Drohnen ausschneiden. Beide Imker züchten ihre eigenen Königinnen. Und sie paaren die Königinnen auf dem eigenen Stand. Und dieser Anders Berlich wohnt ziemlich isoliert. Lennart Nilsson dominerar sin trakt ganska mycket. Und Lennart Nilsson hat dominiert sein Gebiet
Wahrscheinlich hat er sehr viel Völker da stehen. Han har lokfast. Er hat Backfast. Han parade till en början mycket på parningsplatsen. Er hat am Anfang überwiegend auf Belegstellen gepaart. Men han har gjort livet enklare. Er hat sich das Leben jetzt einfacher gemacht. Och parar i sina vigårdar. Und lässt die Königinnen frei paaren in seinem, auf seinem Stand. Och bina har blivit bättre. Und die Bienen sind besser geworden. Han använder en del av mina bin också. Er wendet auch einen Teil seiner Bienen an. Natürlich. Den tredje biodlaren är Björn Lagerman. Das ist Björn Lagerman. Vi känner till honom. Han var en av dem som följde med till Broder Adam 1983. Er ist 1983 mit ihm bei Bruder Adam gewesen. Han har sina bin ganska isolerade. Er hat seine Bienen auch sehr isoliert stehen. 100 samhällen. Circa 100 Völker. Andersberg har också 100 samhällen. Auch der Andersberg arbeitet mit ca. 100 Völkern. Lennart Nilsson har haft upp till 400. Oh, der Lennart Nilsson hat rauf bis 400 Völker. Jag tror han har kanske 250. Jetzt hat er ca. 250. När Varman kom så Björn tyckte mycket illa om Varman. Als die Varroa kam, war der Björn sehr, ja, war mycket illa, sehr schlecht gelaunt. Also, er mochte sie nicht. Så när han såg kvalster, han höll bort, kontrollerade nedfall. Han har en botten så att han kan samla upp kvalster. Ja, also als die Wilden kamen, hat mit seinem Boden, wo man kontrollieren kann. Och som skyddar mot andra kryp också, tar dem. Så att det kan finnas tvestjärtar, det kan finnas myror och annat. Okej, om alla möjliga dinge där drin zu finden, hat einen Einschub drin, um zu analysieren, was da runterfällt. Så när han såg att det var, när han såg kvalster. Als er dann die Milben sah, då behandlade han. Da fing er an zu behandeln, oder er bekämpfte die Milben. Med Abistan. Mit Abistan. Och nästa gång med oxalsyra. Nächstes Mal mit Oxalsäure. Och sen Abistan igen. Und dann wieder Abistan. Och sen Tumor.